Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu dem Skorpionraum, den wir gerade aufgeschlossen haben. Und da liegt eine defekte Flinte, die möchte ich gerne haben. Ich habe jetzt eigentlich aufgeräumt im Inventar, wir müssten die jetzt nehmen können, würde ich doch mal behaupten. Haben wir ordentlich Durchschlagskraft und wir haben auch schon ein bisschen Flintenmunition, das ist auch nicht verkehrt. Schätze ich mal. Ach so, Moment. Schatzfoto können wir eigentlich wegpacken. Ich glaube, ich habe den Schatz schon. Ich bin mir zumindest nicht sicher, was ich dann noch machen soll. So, das packen wir mal weg. Den Skorpionschlüssel lasse ich mal noch dabei. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es da noch eine Tür von gab. Vielleicht ja später irgendwann. Oh nee. Ja, genau, hau ab. Hau ab. Der randaliert da wieder, ne? Blöder Arsch. Ich komme! Das war richtig sinnfrei gerade. Warum habe ich das gemacht? Okay. Wir gehen hier hin. Hast du denn schon Spaß? Ich renne hier jetzt schnell hin. Der hat ja wohl nicht gesehen, wie ich hierher gegangen bin, oder? Hoffe ich. Oh, bitte, hör auf. Du bist so gruselig. Okay, wir haben die Flinte. Was können wir damit tun, dass sie nicht mehr defekt ist? Oh, ich weiß, natürlich! Wir tauschen sie gegen die andere. Oh, oh. Hallo. Er sieht mich nicht. Das ist gut. Noch nicht. Geh weg. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du gehst hier auch nicht rein. Genau. So sieht's nämlich aus. Oh. Dauert nicht mehr lang. Dann finde ich dich und leg dich um. Ja, ja. Jetzt ist er da hinten. Ja, geh raus. Genau. Blöder. Ich hau ab. So. Und jetzt können wir die defekte Flinte mit der heilen Flinte ersetzen. Und dann haben wir eine funktionierende Schrotflinte. Da. Geil. Ich fühle mich gut. Okay. Vielleicht können wir jetzt in den Raum, wo die ganzen Viecher sind. Da muss irgendwas sein, was ich letztes Mal übersehen habe. Aber okay, ne? Da waren auch echt viele und ich hatte keine Munition und so weiter. Ich glaube, jetzt haben wir eine bessere Chance. Okay. Ach, stimmt. Hier war noch eine Kiste. Aber wir haben jetzt natürlich wieder kein Dietrich. Aber wir werden schon noch welche finden. Irgendwo, irgendwann. Hoffentlich. Ich weiß übrigens nicht, ob die Viecher respawnen oder so. Könnte ich mir ja auch vorstellen. Ist ja nicht so, dass das schon gemein genug wäre. Schmodder, Schmodder, Schmodder. Oh. Okay. Ach so, wir hätten ja auch da oben lang gehen können.
Naja, egal. Gut, ich speichere mal schnell hier, wo wir schon mal da sind. Ja. Bitte, ja. Okay, und dann soll ich noch irgendwas weglegen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich glaube, ich behalte erstmal alles. Ja, mal sehen. Hoffentlich verballere ich das jetzt nicht und schieße immer daneben und so, so wie ich es sonst immer mache. Das wäre ein bisschen traurig. Hallo? Hallo? Ich habe ja gedacht, das hier ist der Zerlegungsraum. Der sieht doch voll so aus, oder nicht? Aber wahrscheinlich ist es doch der, wo Workshop dran steht. Wäre ja vielleicht auch ein bisschen zu einfach, ne? Wenn das hier einfach rumliegen würde. Schätze ich doch mal. Okay. Da kamen wir ja nicht weiter. Da war irgendwie eine Schlangentür, glaube ich. Dafür brauchen wir also erst diesen Schlangenschlüssel. Es nützt nichts. Es gibt nur diesen einen Weg, den wir gehen können. Gefällt mir nicht, ist aber so. Und hier war die Tür, glaube ich, einfach verschlossen. Ja, okay. Wir müssen hier lang. Vielleicht kann ich die alle nacheinander anlocken. Geil wäre natürlich, wenn die Schrotflinte so stark ist, dass wir nur einen Schuss brauchen oder so. Nice. Beste Waffe. Okay, 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 okay. Ich sehe Licht am Ende des Horizonts. Den anderen, den zweiten hier, hatten wir anscheinend schon gekillt, oder wie? Oh! Hohoho! Nehme ich mit! Okay. Oh, geil. Da liegt noch ein Kraut. Oh. Bam. Läuft. Geil. Ist vielleicht ein bisschen schade um die Schrotmunition, aber hey, nö. Egal. Hauptsache, wir überleben, oder? So. Haben wir schon mal zwei kaputt. Ich hoffe, die sind jetzt auch kaputt. Aber Kopf abtrennen, finde ich, zählt auch Kopf wegschießen. Ah! Kommt der mit? Ja. Ey! Der Arsch! Der hat sich einfach verdünnisiert. Kommst du bitte auch wieder hierher, oder? Ah! Oh Gott! Was war das? Das war ich doch nicht! Was war das für ein Knall? Manno! Jemand da? Ich höre euch.
Da hinten. Da. Ja klar, jetzt kommen wieder beide. Alter. Okay, zwei haben wir erwischt, ne? Aber da war noch einer, ein dritter. Und dann ist es das hoffentlich gewesen. Da ist noch einer! Mann! Oh, oh, scheiße. Ich glaube, er lebt noch. Leider. Oder? Oder doch nicht? Doch, ich höre ihn. Oh, nein! Ja, ich weiß, da lagen zwei Flintenschüsse, aber ich krieg das jetzt auch so. Uah, da bist du ja schon wieder. Aua, nein! Oh Mann, jetzt stirb doch! Oh Gott. Das war's jetzt aber, oder? Heilige Scheiße! Okay. Geschafft. Ja, aber wir kommen ja trotzdem nicht raus, ne? Nö. Schön. Gibt es irgendwas, was wir hier tun können? Das können wir wohl nicht öffnen. Nein. Was sollen wir denn hier machen? Verstehe ich nicht. Was sagt denn die Karte? Werkstatt, kommen wir nicht hin. Zerlegungsraum. Ach so, der ist da. Der ist genau dahinter. Und dafür brauchen wir einen Schlüssel. Aber wo ist der fucking Schlüssel? Und wir haben auch den Schlangenschlüssel noch nicht. Also, hier ist ja nichts mehr. Dieser Raum ist geklärt quasi. Ja gut, vielleicht ist es ja der passende Zeitpunkt, um doch mal so ein Psychotonikum oder wie das hieß, zu benutzen. Damit können wir ja Objekte sehen, mit denen wir interagieren können oder so.
Ne? Weil ich nicht denke, dass hier noch was ist. Ich wüsste jetzt echt nicht, was ich hier übersehen hätte. Das hier von der anderen Seite verschlossen. Ich gehe noch mal kurz die Räume hier ab. Oh, hä? Couch! Ha! Oh! Oh ja, Mann. Nee. Okay. Hier dürfte eigentlich auch nichts mehr sein. Hier bin ich ja nun schon etliche Male gewesen. Und hier ging es eigentlich nicht weiter. Trotzdem gucken wir mal eben kurz. Oh, hey. Sehr schön. Oh! Sehr schön. Okay. Ja, wir haben halt keinen Schlangenschlüssel, ne? Das wird nicht gehen. Auf der anderen Seite ist auf jeden Fall so ein Wackelkopf da. Das bringt uns jetzt ja auch nichts. Äußerst mysteriös. Dann, ich würde sagen, wir benutzen einfach mal so ein Ding hier. Ich weiß ja nicht, wie lange das hält, aber vielleicht passiert jetzt irgendwas. Vielleicht hilft uns das irgendwie. Ja, okay. Ich benutze das einfach. Oh, okay. Da ist irgendwas. Ah, okay, so funktioniert das. Hä? Cool. Gucken, vielleicht finden wir hier echt noch was ich übersehen habe. Oder ist das jetzt schon wieder vorbei, der Effekt? Nee. Da ist was, da hinten ist was. Ist aber alles auf der anderen Seite der Tür. Okay. Gehen wir mal schnell hier lang. Ja gut, da hinten ist irgendwas. Da ist was. Ach so, das... Da ist auch was? Wow! Krass, wie geil ist denn das? Okay, dahinter, ja, das konnte man sich denken, aber da kommen wir noch nicht hin. Das ist ja richtig cool. Vielleicht ist das gleich nicht schon wieder alle. So. Gehen wir mal hier lang. Okay, das ist... Das scheint auf der anderen Seite zu sein. Oh, die blöde Nervensäge. Ja, da unten. Aha. Interessant. Vielleicht finden wir ja auch hier noch im Keller was. Da hatte ich ja beim letzten Mal schon gedacht, das sieht teilweise so aus, als könnte man noch ein paar Wege kaputt machen. Vielleicht geht das ja jetzt. Also zum Beispiel sowas hier, ne? Das ist doch auf jeden Fall was, wo man irgendwie lang kann. Aber dafür möchte ich jetzt eigentlich nicht meine Schrotflinte benutzen, ehrlich gesagt. Ungerne. Sehr ungerne. Kommen wir da ja auch eh anders hin. Ich glaube, wir sind hier unter der Veranda, oder? Kann das sein? Tja.
Es scheint aber so, als wäre dieser Effekt wieder abgelaufen. Oder? Ah, sieht so aus. Hm. Ich würde gerne noch eins davon benutzen, wenn ich ehrlich bin. Ach so, das war so ein Buch. Ja. Ja, hier wird auch nichts Neues mehr sein. Kennen wir alles schon, ne? Hier war so ein Schuh, genau. Oh. Ich brauche jetzt entweder einen normalen Schlüssel oder einen Schlangenschlüssel. Ich wüsste nicht, was mir anderes noch helfen könnte. Vielleicht muss ich nochmal da oben in den Raum, wo der... bei dem Skorpionraum oder so. Ich meine, unten habe ich ja alles durchgeguckt eigentlich. Ich frage mich ja, wo Granny hingegangen ist. Hingefahren. Hingefahren wurde. Wie auch immer. Was ist denn der? Hä? War auch nichts Spannendes, ne? Nee. Tier? Auch nicht. Hm. Ich hab doch locker irgendwas übersehen. Oh! Zum Beispiel das. Aber ich glaube, die Gegenstände, die respawnen tatsächlich. Habe ich so das Gefühl, dass wir immer wieder was Neues finden. Finde ich aber auch ganz okay. So kann uns wenigstens die Munition nicht ausgehen. Wo bist du? Wo ist der blöde Sack, ey? Der ist irgendwie weg. Ich will mich ja nicht beschweren, aber er ist irgendwie weg. Hm. Ich guck noch mal hier drin. Vielleicht eine Ecke oder noch was? Nee. Huch, hier ist ein Dings irgendwo. Ah! Arsch. Ich mag dich nicht. Hm, irgendwo muss hier noch was sein. Das Gebiss hilft mir, glaube ich, nicht wirklich weiter. Hier habe ich ja schon reingeguckt, oder? Jo. Das kennen wir. Ich benutze gleich wirklich das zweite Tonikum. Bin etwas ratlos. Hm. Gerade mal auf der Karte, ob ich irgendwas voll Offensichtliches vergessen habe. Zum Beispiel eine Skorpion-Tür oder so. Schlafzimmer der Eltern, Abstellraum. Okay, das ist alles so eine Schlangentür. Schlangentür.
Nee. Ich glaube, im Obergeschoss können wir nichts mehr machen. Erdgeschoss? Das ist soweit alles offen. Da haben wir noch eine verschlossene Tür. Das da, was ist das denn für ein Zeichen? Aber ich glaube, da sind wir eh noch lange nicht, oder? Überwachungsraum, sagt mir jetzt. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Das ist ein Raum zum Speichern. Und im Untergeschoss ist eine Schlangentür und die Werkstatt und ein normaler Schlüssel. Ja, super. Es bringt wahrscheinlich auch nichts, wenn wir Mias Video nochmal angucken, oder? Kann man das überhaupt? Mal so Interesse halber? Ach, das haben wir gar nicht dabei. Ich meine, schließlich haben wir es ja wieder mitgenommen, oder? Vielleicht muss man damit sogar noch was machen oder so. Ich verstehe gerade gar nicht, wo der Vater hin ist. Der ist irgendwie weg. Oder der sucht jetzt in einer anderen Ecke nach mir. Kann auch sein. Ach so, hier können wir... Ach nee, das war ja unten die Skorpiontür, ne? Hier vielleicht irgendwas übersehen? Hä? Was? Was? Was hat denn jetzt gewackelt? Nö, das habe ich schon alles angeguckt. Okay. Ich will doch nur diesen blöden Hundekopf. Ich habe ihn leider nicht. Hier kommen wir ja schon durch. Ich bin ein bisschen verzweifelt. Hä? Ach, hier ist auch abgeschlossen. Hier muss auch irgendwo ein Schlüssel rumliegen. Verdammte Axt, ey. Ich glaube, ich speichere jetzt mal und dann benutze ich das zweite Tonikum. Falls ich mir nicht eingebildet habe, dass ich zwei habe. Vielleicht finden wir ja was. Wenn ich nichts finde, dann benutze ich einfach meinen Speicherstand von vorher. So. Die hier kann ja eh weg. Was macht das eigentlich? Kann mit anderen Objekten kombiniert werden, um deren Eigenschaften zu verändern. Ja, okay. Interessant. Und davon haben wir sogar schon zwei. Ein Skorpionschlüssel. Ach, ich glaube, das hier packe ich mal kurz weg. Wir brauchen das jetzt ja gerade nicht akut, ne? Achso, aber das Psychotonikum nehme ich mal mit. So. Vielleicht bringt das nochmal was. Da haben wir eigentlich alles angeguckt, unten, würde ich ja behaupten. Ich teste mal. Alles weit weg. Hm? Ach so, nur der Schrank. Hm.
Das bringt auch nichts. Und hier scheint irgendwie so gar nichts zu sein. Aber da oben war doch gerade irgendwo was. Da. In der Garage. Ist da was? Hilft uns das vielleicht weiter? Das ist bestimmt nur so eine Münze. Oder? Oh, Flintenmunition. Ja, das... Da sag ich doch nicht nein. Hm. Ja, lass dir Zeit. Komm. Da unten? Nee, wo? Oh, ein Kraut. Cool. Und leider alles Sachen, die mir jetzt nicht konkret weiterhelfen. Ist halt nice to have, aber... Hm, oh, das war's, glaube ich. Sie hat gerade echt nichts, was ich noch machen kann. Bestimmt ist es irgendwas total Simples. Ich guck nochmal in dem Raum. Ich hab gedacht, vielleicht ist hier doch noch irgendwas, weil der ja... Ich hatte ja ein Schatzfoto. Hier trinkt jemand viel Bier. Was liegt da denn drin? Seht ihr das? Seht ihr, was da drin liegt? Was ist das? Ein Granatenwerfer oder so? Ja, würde ich nehmen. Okay, hier ist nichts mehr, glaube ich. Na. Ich scanne gerade noch mal den Raum. Jeden kleinen Winkel. So nach dem Motto. Da war ja, glaube ich, nichts drin. Nee. Ach ja, die komischen... Na, das bringt mir wohl nichts, oder? Bäh. Einmal herzhaft reingreifen. Ja. Jetzt sind wir wieder hier. Was kann ich denn noch tun?
weiß es nicht. Ich werde noch mal ein bisschen herumwuseln. Vielleicht fällt es mir so ein. Wenn mir nichts einfällt, dann gucke ich einfach nach. Denn ich möchte weiterkommen. Ja, wie dem auch sei, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal und danke fürs Zusehen. Schade, wir sind nicht so weit gekommen, aber hey, immerhin haben wir eine Schrotflinte. Ist auch gut. Bis dann. Ciao, ciao.